Vor einiger Zeit habe ich den Inventor Starter Kit für Key Studio vorgestellt und alles über Inhalt und Aufbau erzählt. Das entsprechende Video findet man rechts oben unter dem roten Pfeil. Der einzige Unterschied zu der ESP32-Ausgabe ist der Wechsel des Prozessors zu einem Arduino Nano. Für diesen ist auch ein entsprechender Sockel vorhanden und die Umstellung geht schnell vonstatten. Zum Aufbau der Projekte und dem Arbeiten mit dem Multi-Sensor-Board braucht man allerdings eine Anleitung. Dieses Tutorial, leider nur auf Englisch, muss man sich erst von einer Webseite herunterladen. Hier kommt die entsprechende URL. Man muss sich auch nicht anmelden und kann die ZIP-Datei sofort herunterladen und entpacken. Man erhält dann folgende Ordner, die wir im Laufe unseres Videos noch näher kennenlernen werden. Code, Drive, Library und Tutorial. Im Code-Ordner findet man die einzelnen Ordner mit den Projekten. Wer noch Probleme hat mit der Zusammenarbeit von COMPROT und Windows, sollte sich aus dem Ordner Drive einen entsprechenden COMPROT-Treiber installieren. Im Ordner Library findet man die benötigte Bibliothek für die Arduino-IDE. Und dann natürlich im Ordner Tutorial die schon erwähnte Anleitung. Die Anleitung ist sehr ausführlich und umfassend geschrieben. Fast jeder wichtige Aspekt findet seine Lösung. Im Rahmen der Experimente oder wie Keystone sie benennt Projekte, werde ich noch näher auf die Struktur der Anleitung eingehen. Der beliebte Anfang fast aller Sensor-Tutorials ist die blinkende LED. Und damit wollen wir auch anfangen, aber nicht mit einer blinkenden LED, sondern mit einer LED-Reihe aus LEDs mit der Bezeichnung WS2812. Und dazu heißt es in der Beschreibung zur Anleitung, die 2812 RGB-LED ist ein programmierbares, farbenfrohes, verträumtes Licht, dessen Lichtfarbe, Helligkeit und Rhythmus einstellbar ist. Dieses regenbogenfarbene Umgebungslicht kann nach Belieben als dynamische Dekoration verwendet werden. Oder Sie können es so steuern, dass es zur Musik tanzt. Der Punkt 2 in der Struktur beschreibt das Arbeitsprinzip. Meist mit einer kleinen Schaltskizze und einer Beschreibung des elektrischen Ablaufs. Als Nummer 3 in der Struktur wird mit einem Bild die Verbindung der Bauteile mit den Pins der Prozessoren Nano oder ESP32 dargestellt. Und dann kommt der Arduino-Sketch als Nummer 4. Und da sollte man auch den Hinweis beachten, und die entsprechende Bibliothek vorher laden. Da spart man sich später viel Mühe und viel Arbeit. Abgeschlossen wird im Normalfall mit einem Bild und einer Erklärung das Ergebnis des Projekts. Das ist dann unter dem Punkt 5 zu finden. Und sollte das Projekt noch erweitert werden, dann wird unter der Nummer 6 der erweiterte Arduino-Code aufgezeigt. Die Erklärung und den Aufbau des Arduino-Sketches, die findet man dann bei der Position 7.
Das ist die Struktur der Projekte, die sich bei jedem Experiment wiederholt. Und wir gehen nun zur Praxis. Wir verbinden als erstes den Pin D8 am Arduino Nano mit dem Pin WS2812. Nun lade ich aus dem Ordner Code im Projekt 5 den Arduino Sketch. Dieser wird auf meinen Arduino Nano auf dem Multisensorboard überspielt und sollte ein Ergebnis ausgeben. Die 6 LEDs leuchten in der Reihenfolge Rot, Grün, Blau, Gelb, Violett und Weiß. Also alles in Ordnung. Aber das reicht mir noch nicht. So lade ich aus dem Sketch-Ordner eine erweiterte Version. Auch die wird auf den Nano geladen und ausgeführt. Und sofort erhalte ich ein Feuerwerk an bunten LEDs, die sich schon viel besser ansehen lassen als im ersten Versuch. Auch hier läuft alles ohne Probleme. In diesem Projekt Nummer 6 steuern wir LEDs, um die Farbe mit einer bestimmten Geschwindigkeit zu ändern. Auf unserem Board werden die Pins D3 bis D6 mit den LEDs Rot, Gelb, Grün und Blau verbunden. Ich habe bei meinem Aufbau auch die entsprechenden Verbindungsdrähte genommen. Der Sketch aus dem entsprechenden Ordner wird hochgeladen und auf den Arduino Nano übertragen. Das Programm beginnt dann automatisch. Ein Wechsel zwischen den verschiedenen Farben wird angezeigt. Und das natürlich vorwärts und rückwärts. Und wenn ich die Geschwindigkeit erhöhe, indem ich die Delayzeit ändere, wird auch mein Wasserfall schneller fließen. Also auch in diesem Fall Daumen hoch. Dieses Projekt mit der Nummer 8 realisiert einen Musikplayer mit Verstärker auf der Entwicklungsplatine. Der Lautsprecher, der kann nicht nur einfache Lieder abspielen, sondern auch selbst komponierte Musik wiedergeben. So können Sie im Projekt weitere interessante Codes programmieren, um großartige Lernergebnisse zu erzielen. So schreibt man im Tutorial. Für diesen Versuch muss ich nur ein Kabel verbinden. D6 am Nano mit dem Lautsprechereingang. Und wie ja bekannt ist, ist die Spannungsversorgung schon vorhanden. Auch hier wird der Arduino-Sketch auf den Nano übertragen und nach kurzer Zeit ertönt aus dem Lautsprecher ein weltbekanntes Geburtstagslied. Zum Eintragen eigener Melodien stehen Frequenztafeln und weitere Informationen bereit. Allerdings ist die ganze Prozedur etwas umständlich zu handhaben. Projekt 10. In der Anleitung wird geschrieben: Dieses Modul besteht aus einer 8x8 LED-Punktmatrix mit einem Steuerpin für jede Zeile und jede Spalte, um die Helligkeit der LED einzustellen. Durch die Verbindung mit dem Arduino-Board
wie die Helligkeit der LED über das Programm gesteuert. Auf diese Weise können einfache Zeichen und Figuren angezeigt werden. Dazu verbinde ich die Pins des DOT-Matrix-Ports DIN, CS und CLOCK mit den entsprechenden Pins am Arduino Nano D11, D10 und D13. Nach Kontrolle von Board und COM-Port lade ich den Sketch auf den Arduino Nano. Und mir wird ein fröhliches Herz angezeigt. Man kann sich aber auch selbst eine Zeichnung herstellen. Dafür wird das Tool DOT-Matrix im Netz bereitgestellt. Nach dem Einstellen der Größe der Matrix und weiterer benötigter Werte kann man dann selbst die Zeichnung erzeugen und generieren. Die ermittelten Werte werden in das Sketch-Gerüst eingefügt und auf den Nano übertragen. Fertig ist dann das eigene Kunstwerk. Projekt 11. Das I²C1602 LCD ist ein häufig verwendetes Zusatzgerät für MCU-Entwicklungsboards zum Anschluss an externe Sensoren und Module. Es verfügt über einen 16-Bit breiten, zweizeiligen LCD-Bildschirm, dessen Helligkeit einstellbar ist. Dieses programmierbare Modul ist praktisch zum Bearbeiten, Anzeigen und Verwalten von Daten. Außerdem kann es nicht nur Zeichen und Zahlen, sondern auch Sensorwerte wie Temperatur, Luftfeuchtigkeit oder Druck anzeigen. Verbunden werden die Pins des I²C-Bus STL und SDA. Auch hier braucht man nicht auf die Spannungsversorgung zu achten, die ist schon vorhanden. Im Sketch sind schon Texte voreingestellt. Hello World und Key Studio. Die wir aber ändern werden in Guten Tag und Elektronik Hobby. Und das war auch schon die kleine Vorstellung des großen zweizeiligen LCD-Displays. Und das nächste Projekt, das folgt gleich. Der Servomotor im Projekt 12 ist das einzige externe Modul, das dem Inventor Starter Kit beiliegt. In der Beschreibung wird dazu Folgendes gesagt. Dieser Servo zeichnet sich durch besonders hohe Leistung und hohe Präzision mit einem maximalen Drehwinkel von 180 Grad aus. Mit einem Gewicht von nur 9 Gramm und seiner winzigen Größe ist er perfekt für jedes Minigerät bei jeder Gelegenheit. Darüber hinaus zeichnet er sich durch eine kurze Startzeit, geringe Geräuschentwicklung und hohe Stabilität aus. Schauen wir uns den Servo mal etwas näher an. Der Drehwinkel wird über den Arbeitszyklus des PWM gesteuert. Theoretisch beträgt der Standard-PWM-Zyklus 20 Millisekunden bei 50 Hertz, sodass die Impulsbreite zwischen einer Millisekunde und 2 Millisekunden liegen sollte. Die tatsächliche Impulsbreite erreicht jedoch 0,5 Millisekunden bis 2,5 Millisekunden, was 0 bis 180 Grad entspricht. Beachten Sie bitte, dass der Drehwinkel bei gleichem Signal
je nach Servomarke unterschiedlich sein kann. Ich setze also die Servoanschlüsse in die Reihe mit dem D9-Pin. Dadurch wird dann auch automatisch die Spannung von 5 Volt und Ground mit dem Servo verbunden. Der Sketch aus dem Codeordner wird auf den Nano hochgeladen und sogleich startet der Servo mit seiner Bewegung von 0 Grad bis 180 Grad und zurück mit einer Sekundenpause am Ende des Zyklus. Der orangene Ständer für den Servo und der Zeiger gehören nicht zum Inventor Starter Kit, sondern sind aus meinem Fundus 3D gedruckt zur besseren Darstellung. Dieser einfache Einbruchalarm erkennt Eindringlinge in Häuser oder in kleinen Büros und warnt die Anwesenden, rechtzeitig Maßnahmen zu ergreifen. In diesem Projekt überwacht der Sensor einen bestimmten Bereich. Der Viersensor auf der Platine löst eine LED zum Aufleuchten und einen Buzzer zum Warnen aus, wenn in dieser Zone eine Bewegung erkannt wird. Dieses Modul zeichnet sich praktisch durch Praktikabilität, Einfachheit und niedrige Kosten aus. Auf der Platine verbinde ich dann D4 mit dem Pier-Sensor, D5 mit der roten LED und vom Pin 6 führt eine Leitung zu dem Buzzer. Nach dem Hochladen und Start des Programms wird unsere Alarmanlage wohl gleich loslegen. Der Pier-Sensor ist sehr empfindlich und mit den beiden Rundumwinkeln werde ich wohl gleich erkannt. Erst wenn ich mich in einiger Entfernung hinter den Sensor stelle, dann wird die Ruhe einkehren, die aber sofort unterbrochen wird, wenn ich mich nähere. Dies war nun das letzte Experiment in diesem Video mit dem Invention Starter Kit von Key Studio und einem Arduino Nano. Aber damit sollte noch nicht Schluss sein. Mit dem Programm KidsBlock, einer Scratch-Version, kann man auch mit Blockgrafik einen ESP32 oder einen Arduino Nano mit dem Inventor Starter Kit programmieren. Ich werde wohl auch noch diese Methode vorstellen, aber im Moment fehlt mir dazu noch etwas die Zeit. Ich würde mich freuen, wenn Sie auch dann wieder mit dabei sind und sage Tschüss und Salü aus dem Saarland. Das heutige Bild aus dem Saarland zeigt die alte Abtei in Mettlach an der Saar.